Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, mit einem neuen Runenmaster. Ich habe den genutzt, also angefangen, weil ich schnelles Gameplay liebe und ja, ist ziemlich schnell, also noch nicht so schnell bei mir, aber ihr seht es, es ist ein bisschen schneller, weil ich war ein bisschen gelangweilt in letzter Zeit. Also da bei Empowered Monoliths mit einem relativ langsam angreifenden Bären bin ich ein bisschen gelangweilt worden. Er ist auch nicht ganz so stark, wie ich eigentlich dachte. Also er ist schon stark, aber man muss dann immer mehrere Tasten drücken, damit er überhaupt richtig gut geht. Und das war nicht so mein Bild auf lange Dauer. Ich habe ja noch einen Livestream gemacht und so. Es war schon ein bisschen hardcore. Jetzt hoffe ich auf diesen Bild. Er ist einer der neuesten Last Epoch Tools Builds und das heißt irgendwie 200 Faster Casting Runenmeister und ja, er ist hier unten verlinkt in den Kommentaren, wenn ich es nicht vergesse. Das Updaten von diesen Videobeschreibungen, also nicht Kommentaren, sondern Videobeschreibungen, genau, ist natürlich manchmal auch ein bisschen, ja, da macht man es einfach nicht, oder? Und in 20 Jahren, man muss es machen und macht es dann doch nicht und so Sachen. Aber sollte eigentlich bis jetzt überall immer der richtige Bild sein. Einfach in der Videobeschreibung schauen kurz. Jo. So, was ist der Bild? Der Bild, jo, ist eigentlich nur um diesen Blitzexplosionskill. Weil das Feuer, also das, Kälte oder Eiswall tut noch casten, wenn wir das richtig skillen. Und auch diesen Static hier. Da haben wir extra hier rechts runter gemacht, damit auch die Blitzexplosionen ausgelöst werden. Und genau, beim Eiswall muss man ja hier oben hingehen oder Frostwand. Hier steht Frostwand, aber auf dem Skill steht irgendwie Eiswall oder so. Und wir machen hier noch automatische Marken der Eindringens und jo, dann haben wir noch Runenbeschwörung und hier gehen wir vor allem auf irgendwas hier oben. Einfach Zaubertempo und Bereich, glaube ich, von Bereichsbeschwörungen und so. Okay. Und hier unten hin, Abklingzeit, Wiederherstellung. Und dann sollte eigentlich auch immer wieder so ein krasser Effekt spawnen. Weil wir bekommen durch einen Passiven noch mehr von diesen Donnerglüden. Und ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber es ist, glaube ich, immer der Anfang von einem Gott. Hierauf ist Eis. Dann kann es Lagun sein, Lack oder. Oder der andere ist der Hü. Ich weiß nicht, wie der andere heißt, aber es heißt nicht irgendwie Hü. Können wir auch gleich mal nachschauen. So, also es gibt nur 9 Tage, oder? Bis dann der Falconier und Ding rauskommt. Es heißt. Ist nicht hier. Ist ein zweiter. Wirbelsturmchance bei Verwendung von Blitzfähigkeiten. Runenwort Wirbelsturm. Ich weiß nicht, welches das ist. Das sind wahrscheinlich die Feuerwirbelstürme, die kleinen. Weil es, glaube ich, 2 Fähigkeiten mit dem Wall und mit dem Flammenschädel sind. Diese kleinen Wirbelstürmchen. Die machen aber fett Damage, das ist das Gute. Sehen halt klein aus, weil sie schnell sein sollten wahrscheinlich. Und so weiter. Und ja, ich bekam gute Feedback zu diesem Runen, zu diesem Falconier. Also viele mögen ihn, so wie er ist. Mich hat es einfach am Anfang ein bisschen abgeschreckt. Mittlerweile ist es irgendwie so ein bisschen, jo, ein Hin und Her. Ich bin halt einfach ein bisschen kritischer, weil ich schon Ewigkeiten diese Hack and Slay spiele. Aber auch nicht negativ, es ist eher so, muss das unbedingt sein, kann es nicht irgendwie auf mehr Motivation noch gehen, weil ich möchte ja das Beste für diese Spiele, ich möchte ja nicht gelangweilt werden. Die Qualität hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen zurückgezogen, also dann die Spiele wurden irgendwie sehr, sehr viel verwöhnter, oder? Also es
Der Entwickler, also die Entwickler von den verschiedenen Games müssen langsam mal wieder etwas mehr liefern. Ich habe eben auch selber ein Game in Mache und musste am Anfang auch richtig Richtung Ding gehen, Hack and Slay. Aber ich möchte irgendwie nicht so eine Top-Down-Perspektive haben und so eine Steuerung. Es ist klar, es ist bequemer. Aber ich müsste wie ein zweites Game dann noch machen, was in der Ich-Perspektive, in der Ego-Perspektive noch spielbar ist. Also werde ich eventuell ein neues Spiel dann wieder machen müssen. Das ist dann noch mehr, viel mehr Arbeit für einen Einzelnen, oder? Oder einfach so wie bei Spellforce wechseln. Wenn man zoomt, dann ist man in der Ich-Perspektive und wenn man rauszoomt, ist man in der Vogel-Perspektive. Und in der Third-Perspektive zuerst und dann in der Third-Perspektive. Also in der Vogel-Perspektive. Ja. So, und sollte hoffentlich nicht zu kompliziert dann werden, klar. Aber je nachdem, ob man jetzt kämpft, muss man hier so sich sehen. Oder wenn man ein Rollenspiel macht und somit mitspielen, also auf der anderen Seite. Der Ich-Perspektive. Aber ja, ich mache natürlich das, was gewollt wird. Also wenn es gut läuft, dann kann ich da easy eigentlich einen Ego-Shooter, ein Hack and Slay erstmal. Einen Ego-Shooter würde ich wahrscheinlich lange nicht machen wollen, da ich selber nicht gut Ego-Shooter spielen kann, genau. Ja, ich bin heute echt nicht fit. Keine Ahnung, ich habe gestern wieder zu viel trainiert, zu viel Last Epoch gespielt am Abend. Ich wurde müde. Und am Morgen war ich noch müde. Aber ja, ich lag einfach ein bisschen im Bett, habe noch ein bisschen Muskeltraining gemacht im Bett. Bin ein bisschen eingeschlafen. Und jetzt geht's. Jetzt ist 5:46 schon. Und ich habe echt fast noch nichts gemacht. Dafür habe ich gestern Abend noch 3-4 Videos gedreht. Ein Skyrim-Video, ein Goat Simulator 3-Video und das lustige Dinge in einem Spiel und jetzt momentan Skyrim. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wo ich noch lustige Dinge zeigen kann und so, dürft ihr das gerne sagen, schreiben. Wir müssen jetzt hier Multiplikator mit einem Zauberstab. Das ist langsam dringend. Da machen wir Fett Damage. Genau. Nehmen. So, Timeborn Mage mache ich wie immer nicht, weil es die Einheiten einfach immer nur gleich gibt, oder? Ich mache sie dort, wo ich weiß, ja, okay, da brauche ich noch ein Boni, Timeborn Boni. Sonst mache ich sie eigentlich eher eben dann mit dem Empowered Monolithen. Da bin ich ja eben mit diesem Druiden dort, Fern Druiden mit Ranken. Und jo, ich möchte schon den Endkonten noch zeigen, bis wir dann wieder resetten wegen der Liga, oder? Müssen wir resettet werden. Zeigen, aber eher vielleicht in Livestreams ich mache. Wenn es mir gut geht, mal einfach Last Epoch Livestream. Streams und vom Server, vom Minecraft-Server natürlich noch. So. Dort ist auch viel gegangen und auf dem GTA-Rollenspiel-Server auch viel. Dort bin ich einfach nicht genug fit. Da muss ich in der Testphase noch ein bisschen warten. Es wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, aber spielbar ist es für euch. Müsst euch nur anmelden. Dann kommt ihr auf die Whitelist und hat 5M besitzen. Ja, das ist der Timeworm. Also ihr seht, es ist sehr stark, weil Blitzexplosion so Standard, also ohne gute Skillung, ist recht schwach. Das Autocasting hilft natürlich schon sehr, sehr viel. Das hilft schon fast am meisten. Aber man sieht es auch kaum nicht. So diese Seitensachen. Ich weiß nicht genau, wie das kommt, aber wenn jetzt eine Verkettung ist, muss doch das verbunden sein. Und da kommen manchmal einfach so komische Seitenblitze noch. Ob das ein Bug ist, ein guter Bug. Oder hat einfach ein Entwickler noch gewollt. Oder es einfach so ein Effekt ist. Ah, die Chance, dass da so noch ein Seitenblitz kommt und so, kann auch sein. Also genau weiß ich es natürlich nicht, weil ich nicht viel Magie und Runenmeister spiele. Ich werde aber schauen, dass ich mit diesem Bild auch so schnell nach oben komme, empowered machen kann.
ja. Ich werde vielleicht auch mehr Videos machen können. Mehr von diesem Let's Play Parts. So, jetzt haben wir den viermal Chance. Das sieht dann immer so ulkig aus. Er ist unter Strom, der Mage. Also der Runenmeister. Oh, unter Strom. So, hier haben wir viele Gegner. Hier können wir das Schädel ein bisschen mehr casten. Macht ja nichts. Wir haben nicht viele Mana-Kosten. Und wir sind bald 5. Ja, wir sind noch in 3 Level, sind wir 35. In dieser Kiste ist nie was drin. Da müsst ihr eigentlich gar nicht hinlaufen. Ah, nie was drin. Nichts wird angezeigt. Warte doch. Ich habe so viel Wort, ich müsste eigentlich nicht sofort reagieren, aber manchmal tut es mir schon so ein bisschen hasten lassen, wenn so Gegner kommen. Ich bin doch nur ein Mage. Ja, die Klasse ist schon ein bisschen verbuggt. Also ich habe gehört von einem im Chat, dass zum Beispiel Energie Penetration, also wie heißt es? Einfach Penetration von Magie und so, also von Elementen, hier ein bisschen verbuggt ist auf diesem Charakter. Dass es ungefähr 5-6 Mal so stark ist. Klar, ich spiele nicht gerne Buggy-Sachen. Ich bin einer, der sagt, nein, Buggy-Sachen spiele ich nicht. Ich weiß es aber nicht, ob es stimmt, ob es richtig ist. Ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen ausarten, weil dann ist ja schon wieder ein Reset und dann habe ich ja nichts davon. Also am Schluss, wenn es niemanden mehr gefährdet, diesen Ranglisten und so, dann mache ich das natürlich nicht. Also wenn's, dann mache ich es. Aber wenn es am Anfang schon ist und ich sofort ein Buggy Beat spiele, weil ich weiß, oh, da ist Buggy, das mache ich einfach nicht. Jetzt weiß ich gerade hier nicht, wohin. Ist es der Blitzschaden? Ich muss mal kurz nachschauen. Das ist ja schnell gemacht. Weg da. Weg da mit dem Vectra. Oben und unten und rechts oben. Nein, das. Also das müssen wir auch noch nehmen. Und hier oben und, ja, nicht unten, aber das haben wir schon. Bewegung, also während der Bewegung lädt es besser auf. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob wir immer so viel verlieren, aber wir machen zuerst das hier. Muss ich nochmal kurz schauen. Weiter. Ja, es ist wirklich voll. Okay. Dann haben wir hier die Möglichkeit, mehr Cast Speed zu bekommen. Das war das Bessere. Das obere Blitzschaden werden Blitzweg ist es auch viel stärker. Okay. Und diese schönen Anordnungen machen zu müssen. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist halt jetzt geringer. Ich war recht schnell. Den Ringen hier unten habe ich auch wieder einen besseren gefunden, den mit 6 und 10. Ist eigentlich ziemlich hoch schon. Wahrscheinlich noch 2 gehen. Und ja, dann kommt man dadurch mit dem Leveln halt nicht mehr so viel mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Aber der Sorcerer hat ganz am Anfang, ganz links, irgendwo noch Bewegungsgeschwindigkeit nach 6 Punkten. Blitzägis oder so etwas. Bell-Ägis. Ja. Ja, und im Endgame hat man wahrscheinlich wieder bessere Schuhe. Oder? Okay. Das geht ja blitzschnell. Ja, ich freue mich. Falconier durchsuchten. Und den Warlock werde ich einfach hier im Let's Play ein bisschen zeigen. Der Falconier im Livestream. Und ich werde wahrscheinlich noch einen Schamanen beginnen. Und den werde ich vielleicht auch noch, ja, im Livestream zeigen können. Und im Let's Play wahrscheinlich einfach ein bisschen spielen. Je nachdem, was ihr so wollt, gell, sagt es einfach, wenn es euch stört, irgendwie ihr das gerne ansehen wollt.
kann schon beide am besten zeigen im Let's Play. Das ist, also alle drei sogar. Aber was wird denn sonst noch überarbeitet? Es wird noch keine andere Klasse mehr überarbeitet oder so. Der Schamane, aber zum Beispiel der Forge Guard hätte auch mal eine Änderung nötig. Vielleicht ist der Forge Guard auch noch ein bisschen verändert worden. Kann sein. Aber mich interessiert da diese Blitzschwall, nein, nicht Blitzschwall, das ist vom Sorcerer, glaube ich. Diese eine, drei Elementare, also mit Steinen und so Sachen Skill. Was jetzt nicht wieder auf Deutsch heißt. So. Auf Englisch heißt irgendwie was mit Tumbrit, oder? Oh, ist auch schon lange her. Weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie der heißt. Aber genau der Skill, der interessiert mich sehr. Weil er sieht noch so schwach aus im Trailer und so. Da sieht es so einfach Blitze, oder? Vorher waren es so große Blitze vom Himmel, glaube ich, oder so. Und jetzt sind es nur noch so Blitze, AOE. Und der AOE ist noch sehr gering, also wahrscheinlich ist er nicht gemoddet worden, also das Skill nicht dort rein ausgebaut worden. Finde ich sonst ein bisschen schade, wenn es einfach geringer wird oder wegen ein bisschen mehr AOE einfach nicht mehr so cool aussieht. Weil ich habe ihn am Anfang gespielt, er war auch stark. Nur, es hat wie an Killspeed bei vielen Gegnern gefehlt. Und das wird halt jetzt auch verbessert. Gegen Bosse, das ist das, was wir haben. Gut. Und da freue ich mich einfach riesig drauf. Ich bin ja wirklich ein Beta-Tester, der wirklich Spiele Beta-testet. Okay, GTA Rollenspiel selber kann ich jetzt momentan nicht gut testen. Da überfordert es mich ein bisschen mit der Nervenkrankheit. Aber ansonsten spiele ich sofort, wenn es angekündigt wird, oben oder Closed Beta ist, dann teste ich die Spiele immer sehr. Und ich finde das so faszinierend. Aber jemand, der das nicht so macht oder lieber einfach fertige Spiele spielt, dafür intensiv und so, da versteht es manchmal nicht so. Ich habe nämlich einen Kommentar bei GTA Online bekommen in einem Livestream. Er hat gesagt, ja, ich würde nur langweiliges Zeug machen, aber wenn ein Spiel wie, also GTA Online nach 13 Jahren immer noch nicht motiviert ist, irgendwie Missionen zu machen, im Free World irgendwas zu machen, dann sucht man halt lieber irgendwelche, was waren's, Kakteen, oder? Die man halt sammeln müsste. Aber da kann ich ja nichts dafür, dass er gerade geschaut hat, oh, da tut sich der Livestreamer sehr langweiliges Zeugs an. Spielt doch lieber die anderen an. Die habe ich ja ständig gespielt, aber sie sind langweilig. Wenn schon sogar die heftigsten Heists mega langweilig sind. Also in GTA 6, das erst ab dem 1. April 2025 erscheint, dann so gelangweilt werden, dann kaufe ich es gar nicht, das Spiel fertig. Ich muss nicht jeden Scheiß haben. Ich muss nicht die besten Spiele wegen den größten Entwicklern so haben. Es stimmt nicht. Für mich sind vor allem so Spiele wie Last Epoch, wo von einem winzigen Entwickler von 3 Leuten zu einem 99 oder ja 90 großen Team gewordenen Entwickler viel motivierend. Ich möchte am Anfang dabei sein und nicht dann irgendwie am Schluss. Also ein Zaubertempo nehme ein zweites und dann müssen wir hier runter. Abklingzeit geht hoch. Ah, ist aber wegen. Okay, wegen Teleport. So, dann müssen wir das eigentlich. Nein, wir müssen es hier tun. Jetzt muss ich das leider nachschauen, weil das recht schwierig ist beim Runenmeister. Weil die richtige Anordnung ist das Wichtigste. Okay. Statik habe ich richtig. Und dann muss ich hier unten Eisschwall und Schild. Ah, Schild habe ich ja noch nicht gemoddet. Ich mache etwas anders, weil das Schild aktiv nutzen muss ich jetzt momentan nicht. Ich mache vulkanische Kugel, das ist auch Feuer. Und dann testen wir mal, was kommt. Wenn die Wirbelstürme kommen sollten, also die sollten kommen. Oh, ich habe jetzt das Schild, aber das
dann los. Das ist eigentlich richtig. Aber jetzt habe ich nur Blitz. Okay. Jetzt. Ah, jetzt habe ich nicht. Genau, einen Blitz. Oh, eine Blitzkugel, die macht fett Damage. Die ist gut, da müsst ihr aber sehr gut auch zielen. Also. Ja. Blitzexplosion mit Blitzaegis und Verhörschaden gar nicht. Sehr gut. Ja, das nervt jetzt gerade ein bisschen, dass hier die Flammenkugel ist. Jetzt muss ich mich zuerst ein bisschen gewöhnen. Oh, und so ein Blitz. Wie heißt die Blitzkugel? Kugelblitz, genau. Geil. Also ich möchte aber das Schild mehrheitlich machen. Jetzt habe ich nur Blitz. Was kommt jetzt? Kommt wieder die Blitzkugel? Ja. Okay, die Blitzkugel kommt bei der Blitzen. Und wie bekomme ich jetzt Feuer? Ich habe jetzt... Ah, genau. Nein, nein. Es sollte eigentlich nicht nur Blitz sein. Es soll auch Feuer kommen. Weil die ist Feuer, ja. Und die ist Feuer. Sollten jetzt eigentlich zwei Feuer drauf sein. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich mache mich da ein bisschen schwer. Scheinbar. Oh, da kommen noch welche Blitze. So, also, genau, auf Blinkzeiten ist gut, wichtig. Jetzt machen wir nochmals die Blitzkugel. Bei diesem Leash hier. Aber der ist, die ist random, wo sie hingeht. Macht dann aber eine Aura. Jetzt haben wir wieder Blitz. Weil wir mit Blitz angreifen. Ah, weil wir das gar nicht haben. Also ist diese Reihenfolge unnötig. Also machen wir das so, wir machen das Schild wieder hier hin. Und hier machen wir, genau. Also den Woll und das Schild wieder hin. Okay, wir haben Blitz, wir haben diesen Blitzding, aber der kann, mit dem kann man nicht so gut ziehen. Also scheinbar ist es ein Spam. Ich wollte eigentlich den Wirbelwind, aber der Wirbelwind wird ja automatisch geblockt mit dem Schild, mit dem Woll. So. Easy. Also einfach ein bisschen lernen und dann versteht ihr das auch. Das kann aber manchmal doch ein bisschen schwer sein. Deshalb einfach gut lernen. So, jetzt machen wir Fett Damage jetzt. Also es, die Kugel wird wahrscheinlich in die Nähe von einem nächsten Gegner gehen. So wie es aussieht. Komm, wir können mal gegen den Magen. Genau, Fett Damage, Mann, yeah. Muss ich aber warten. Ich verstehe nicht, dass der nicht so viel Schaden macht, dieser Strahl vom Magier. Der ist nämlich ziemlich groß und heftig. Er friert halt ein. Drei Diener, nein, das ist zu schwach. Also ein 5 Diener würde ich gerne noch mitnehmen. Geht wahrscheinlich auch 6 Diener, aber 3 Diener nicht. Ja, und für alle Neue, es gibt noch einen Necromancer-Bild, der ziemlich gut sein scheint. Für mich macht's, aber ich habe zu wenig Zeit. Aber für euch wäre das sicher ein cooler Bild noch. Weil der geht wirklich so ein bisschen auf, ja, die Beschwörungen werden beschützt und machen auch viel Schaden. So, ich bin gerade noch mal am Schauen, ich muss nochmals eins links oben. Genau, damit der dieser Kugelblitz dann auch eine größere Aura hat, müssen wir noch nach links oben. Ja, also er könnte einfach dorthin gehen, wo wir die Maus haben, das ist noch besser. Gut, aber hauptsächlich stark sein. Was haben wir alles ausprobiert? Wir haben den Kugelblitz auch schon gehabt, ja, ja. Wir haben eigentlich ziemlich viel schon ausprobiert, aber wir haben nie lange die Builds gespielt, weil sie einfach so mit dieser unten, mit diesen ersten drei Fähigkeiten richtig anordnen, ist es einfach schwer zu spielen. Immer nur die R-Taste zu drücken, das ist für mich ein bisschen nervig, weil ich eigentlich immer einen Finger mindestens auf der 1 haben muss, wegen den Heiltränken, oder? Dann hast du einfach so eine Verknotung, so einen sehr gestreckten Finger. Hand, einfach die Finger in der Hand gestreckt. Das macht weh mit der Zeit. Das haben sie also wirklich schlecht gemacht, die ersten drei. Sie hätten ja auch die letzten drei nehmen können, oder? Oder, ja, weh nicht. Also der zweite nicht. Und dort hätte man dann irgendwie einen Teleport hinstellen müssen, oder ja.
Und der ist ja mit einer Skill. Und nur skillen die Builds, die den gar nie, weil sie immer unbedingt Teleport oder Flammen. Weil Flammenstoß oder so benutzen wollen. Deutschen Skills. Flammensturm, genau. Jo. Und Flammensturm ist halt zum Aufladen und das geht dann Ewigkeiten, dann seid ihr tot und konntet noch nicht teleportieren. Und es ist auch laggy, also es ist auch ein bisschen lag verbuggt, dass es halt nicht sofort wirkt und ja, das selber zuerst das verarbeiten muss. Oh, er setzt ja diesen Flammen-Ding ein. Ja. Oh, die Blitze. Also sehr bequemer Bild, fast schon zu OP, aber es ist ja nötig. Im Endgame haben die Gegner so viel Schaden, Treffer, also ja, LPs und so. Da muss man halt schnell gehen, da braucht man ein OP-Bild. Aber gut, von irgendwie ja, Herausforderungen, so spricht in solchen Games auch fast niemand. Nur die Profi-Stream, die sagen, ja, jetzt müssen wir alles min-maxen und ich habe ja sonst nichts zu tun, ich streame ja den ganzen Tag. Das sind verwahrloste Leute. Und ich so nach einer Stunde, okay, genug gestreamt, sorry Leute, ich muss was anderes geben, weil ich zu viel schon Last Epoch gespielt habe. Ich bin gar nicht so Mengen- oder Spielzeitsüchtig, sondern ich bin süchtig nach Veränderung. Also ich möchte ein Game halt so gut wie möglich ausarten und die tollen Veränderungen spüren. Und dazu muss ich nicht zu viel spielen. Ich muss einfach nicht das spielen, wo da mega Grinding ist, oder? Also etwas auskratzen, weil ich irgendwie ein Item, ein Unique habe mit einem guten Effekt, muss ich nicht hunderte Millionen Stunden farmen. Also das ist für mich dann einfach nicht nötig. Wenn ich halt etwas nicht finde, dann finde ich etwas nicht. Aber andere tun zum Beispiel bei Pass of Exile Hubris einen Ring, der die Geschosse zurückbringt. Das ist sehr OP scheinbar. Und wenn die Geschosse wieder zurückkommen, wie ein Boomerang, sieht das halt auch wirklich schön aus. Aber das sind alle Streamer. Nur diesen Farm ständig suchen gegangen. Ich habe ein paar Streams geschaut, aber ich sah nur Farming. Das war so ultra langweilig, dass ich einfach sagen musste, ja, so Sachen kann ich selber auch nicht bringen. Ich will die Leute nicht langweilen, ich will die Leute unterhalten. Ja. Aber es geht halt meistens dann nicht. Weil viele Leute sind verwöhnt. Viele Leute wollen nicht immer alles nur sehen und nichts, ja, erleben. Spiele müssen wieder weniger grindy werden. Das ist einfach eine Pflicht. Es ist eine Pflicht heutzutage. Sonst passiert es wie Diablo 4 oder so. Die Leute spielen einfach nicht mehr. Und ja, irgendwelche Entwicklerstudios gehen zugrunde, weil sie sich misswirtschaftet haben. Kann ich ja noch verstehen, ja, wenn alles teuer ist. Jedes Skin für 20, 30 Euro wert ist. Ist klar, dass jeder bankrott geht. Weil die Leute kaufen es ja nicht. Das ist schon wichtig, oder? Ein Entwicklerstudio. Oh, cool. Das ist jetzt ein anderes gewesen. Jetzt habe ich es nicht geschaut, was es war. Das könnte Blitz, Feuer, Blitz gewesen sein, oder so. Okay, jetzt ist wieder Feuer wegen dem. Ist das? Das ist ja wieder der Kettenblitz. Gut. So. Der Wall hat sich noch aufgebaut. Ich habe schon lange gedrückt, aber der ging so langsam. So, wunderbar. Also, ja. Es ist wie ein Segen, diesen Bild zu spielen. Die Bosse dauern nicht mehr so lange. So kleine Gegner sind relativ schnell immer wieder weg, oder? Und ich habe, glaube ich, eine Verkettung gar noch nicht genommen. Also ich könnte noch schneller killen. Und das Schild, der Woll, der tut ja auch ziemlich schnell casten. Also mindestens zweimal noch dazu. Und das macht halt auch den Keyspeed wieder nach oben. Jo, schauen wir mal den Beat, also wenn es euch gefällt und so. Dann machen wir ihn natürlich gerne ein bisschen weiter und sind relativ schnell dann wirklich auch dort, wo der
Ding ist. Der Druide. Die Kiste ist eben von anderen Leuten geplündert. Die müssen ja auch irgendwie plündern können. Und wir machen jetzt momentan auch den Schaden gegen Bosse hoch. Aber dann müssen wir noch. So, jetzt schauen wir mal kurz. Die dauert 30 Minuten. Okay. Ja, dann mache ich im nächsten Part hier unten weiter. Dankeschön fürs Zusehen und ja, es kommen wieder mehr Parts. Ja, viel Spaß damit. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefreut, dieses Video anzuschauen. Ja, tschüss.